Den heutigen Tag wird man nicht so schnell vergessen, denn das, was da passiert ist, das ist in jeder Hinsicht historisch. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Es ist so eine Art Kombination Coronavirus plus Ölpreiscrash plus damit verbunden, vor allem mit dem Ölpreiscrash, die Sorge, dass dann letztendlich ein Kartenhaus heißer Luft zusammenbricht aus extrem hoher Unternehmensverschuldung, die besonders im Energiesektor, also im Ölsektor vorhanden ist, und dass dann eine Kaskade von Zahlungsausfällen passiert, die im Grunde nicht behebbar ist, die man nicht kontrollieren kann, die möglicherweise selbst die FED nicht wird kontrollieren können. Das verursacht heute diese Panik. Wir haben gesehen, zunächst im asiatischen Handel, Limit down bei den US-Futures, also vom Handel ausgesetzt, stundenlang, erst 15:30 dann, respektive 14:30, die Amis haben ja die Zeit umgestellt, zur Eröffnung des Kassahandels in New York, dann auch die Futures gehandelt, bums, dann war man gleich bei -7%, das ist die nächste Stufe für den Limit down, also für den maximalen Verlust, und dann ging es wieder los und es ging nach oben und alles schien in Ordnung, aber diese Ordnung ist scheinbar nicht sehr nachhaltig, denn es geht wieder massiv nach unten und wir haben jetzt das unterschritten, was bei Kennern als Maginot-Linie beim S&P 500 gilt. Maginot, diese alte Verteidigungslinie der Franzosen gegen die Deutschen, die auch nicht gehalten hat, by the way. Und da wären wir jetzt durch. Wenn die Dinge sich nicht drehen, dann könnte das ein bisschen unangenehm werden. Schauen wir uns die Dinge mal an, im Einzelnen, was da so passiert ist. Wir haben jetzt 3 Monate gebraucht im 4. Quartal 2018. Da war ja dieser Abverkauf Oktober und vor allem Dezember 2018. Das hat 3 Monate gedauert, bis man 20% verloren hat. Das ging jetzt alles ein bisschen schneller, muss man sagen. Was wir hier sehen, ist jetzt, dass 8 Monate von einem Bullenmarkt in Windeseile ausgepreist wurden. Das ging dann doch relativ zackig. Wir sehen den größten Tagesverlust der US-Indizes seit der Finanzkrise. Make Lehman great again. How is your 401k doing? Wir erinnern uns an Donald Trump. Der hatte doch da lustige Tweets immer abgesetzt, als alles so schön lief. Nämlich genau vor 2 Monaten, heute auf den Tag vor 2 Monaten, hat er gesagt, ja, wie geht's denn eurem 401k? Das ist praktisch so eine Art Altersvorsorge, die man sich durch Aktien steuerbegünstigt aufbauen kann in den USA, nur 80-90% nach oben oder nur 50, was hast du dann falsch gemacht? Heute hat sich dann Donald Trump geäußert und gesagt, naja, alles übertrieben, nichts ist geschlossen, das ist doch Fake News, wie er hier sagt, das ist doch super, dass die Benzinpreise fallen, dadurch, dass der Ölpreis nach unten kommt. Saudi-Arabien und Russland sind schuld und natürlich die Fake News. Welche Fake News möchte man da fragen? Wir sehen etwa hier die Meldung, dass die USA ältere Personen auffordern, sich Lebensmittelvorräte anzuschaffen und zu Hause zu bleiben. Wahrscheinlich ist das Fake News, was die eigene Behörde von der Trump-Administration hier sagt. Naja, das ist nicht so richtig überzeugend, was Donald hier dann abliefert. Und wir sehen, dass die Märkte jetzt eben auch etwas einzupreisen beginnen, was bisher nicht wirklich eingepreist war, nämlich, dass diese Coronavirus-Krise das Potenzial hat, die Wahlchancen im November von Donald Trump maßgeblich zu verschlechtern. Inzwischen liegen Biden und Trump in den Wettebüros fast gleich auf. Das ist ein steiler Anstieg von Biden, ein ziemlich steiler Abstieg von Donald Trump. Und eins dürfen wir nicht vergessen, am 9.3.2009, das ist also jetzt genau 11 Jahre her, da hat der S&P 500 sein Tief erreicht. Und dieser Analyst, nämlich Haynes, Mark Haynes, hat damals gesagt, okay Leute, ich glaube, das Tief ist erreicht, jetzt dürfte es nach oben gehen. Und bums, so kam es. Also genau vor 11 Jahren das Tief. Jetzt haben wir ein anderes Tief, natürlich kein Allzeittief, aber es hatte doch richtig gescheppert, der DAX mit dem größten Verlust seit der Dotcom-Blase, das muss man sich mal vorstellen. Wie ist die Lage? Wir haben jetzt 6,4 Billionen Dollar seit dem 19.02. an Marktkapitalisierung verloren. Damit bleiben nur noch 5,2 Billionen Dollar seit der Wahl von Donald Trump. Da ist also eine Menge schon jetzt rausgegangen und vor allem sind es die Montage, die offenkundig gefährlich sind. Mehr als doppelt so viel im Prinzip passieren 5% Verluste oder sogar mehr an Montagen und wir sehen jetzt den Fear and Greed Index bei 3, also totale Angst. Aber was das große Problem ist nach meiner Auffassung, wir sehen heute zwar hohe Volumina an den Märkten, aber es ist jetzt nicht exponentiell, es ist nicht wie eine Rakete, dass da wirklich man das Gefühl hat, dass Mom und Dad, wie es so in den USA heißt, die schön Apple-Aktien gekauft haben,
auf Gewinnen saßen und sich gedacht haben, mein Gott, was bin ich doch für ein verkanntes Börsengenie, dass die jetzt schon diese Position rausgedrückt haben, dass die sagen, nein, jetzt reicht's, wir waren noch so schön im Plus, jetzt geraten wir vielleicht ins Minus, das wollen wir nicht. Dieser Zeitpunkt scheint mir noch nicht gekommen, mit Blick auf das Volumen heute, denn solche Panikabverkäufe, solche Washouts, die gehen meistens unter immensen Volumen einher. Oft sieht man dann das allergrößte Volumen an dem Tag, an dem die Aktienmärkte dann wieder nach oben drehen in solchen Panikphasen. Und das ist bisher im Mindesten nicht passiert. Gleichwohl, wir sehen, dass die Finanzbedingungen, also die Möglichkeit, Kredite zu kriegen, die ist so schlecht jetzt und hat sich in kurzer Zeit so verschlechtert wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Dementsprechend hat die Fed heute versucht, die Sache ein bisschen zu mildern, indem man die Repo-Geschäfte oder die Injektionen in den Repo-Markt erhöht hat von 100 Milliarden täglich auf mindestens 150 Milliarden. Und dann hat man auch die 14-Day-Terms, wie sich das nennt, also die Repo-Geschäfte auf 14 Tage, hat man ebenfalls erhöht von 20 auf 45 Milliarden. Also die Fed hat schon etwas getan, aber was die Fed eben nicht getan hat und was die Märkte vielleicht gehofft, erwartet hatten, ist, dass die Fed jetzt schon möglicherweise am Wochenende oder am heutigen Montag dann plötzlich sagt, hey, wir senken jetzt mal die Zinsen um 0,5 oder noch besser um 0,75%. Also die nächste Notzinssenkung ist ausgeblieben. Auch das führt dazu, dass die Märkte hier ein bisschen unzufrieden sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist, dass jetzt mehr als 50% der Aktien an der New York Stock Exchange auf ein 52-Wochen-Tief gefallen sind. Und das gab es in den letzten vier Jahrzehnten nur zweimal, 1987 und im Jahr 2008, also berühmte Vorbilder. Und während damals eben, vor allem in der Finanzkrise, das Problem war am Immobilienmarkt, sogenannte Mortgage Debts, also Hypothekenkredite, ist es jetzt eben die Verschuldung der Unternehmen, die im Fokus ist. Das ist durch den Ölabverkauf, durch den Ölcrash praktisch infiziert worden. Da stellte sich plötzlich die Frage, Leute, wir haben ja eine massive Verschuldung der Unternehmen, vor allem in den USA. Die haben schön auf Pump eigene Aktien zurückgekauft, war doch alles gut. Man hat sich gesagt, da kann nichts schief gehen, hat sozusagen sich vollgesogen mit Krediten. Jetzt aber bleiben die Kredite aus. Die Banken werden nervös und sagen, wir geben keine Kredite mehr oder werden deutlich vorsichtiger im Mindesten. Und das ist jetzt sozusagen die Panik, die eigentlich am Markt ist oder das, was die Märkte heute so extrem unter Druck gebracht hat. Und wenn wir uns das mal anschauen, eine typische Rezession würde bedeuten, dass die Earnings des S&P 500 auf $143 fallen. Und wenn wir das Ganze dann auch mal mit der Price-Earnings-Ratio, also praktisch Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann abgleichen, dann fallen normalerweise in Rezessionen diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse mindestens auf 15. Und das würde bedeuten, dass der S&P 500 etwa bis 2150 Punkte fallen würde. Das wäre also noch ein Fall von, naja, gut und gerne 25% noch einmal. Und wir sehen, dass dieser Fall jetzt schon von den Allzeithochs, nämlich 20%, da sind wir heute schon mal kurz gewesen. Dann kam dieser Bounce nach oben, nachdem der Handel ausgesetzt war, im Mindesten bei den Futures, dass das der schnellste Abverkauf der Geschichte wäre, sogar schneller als im Jahr 1929, wenn wir jetzt die 2708,92 Punkte bis Anfang April unterschreiten sollten. Und das könnte heute schon passieren. Heute waren wir, oder nicht heute, aber vielleicht heute, man weiß es nicht, aber in den nächsten Tagen, heute waren wir schon kurz davor. Kann all das nach oben drehen? Klar, es kann eine Meldung reinkommen, es kann irgendwas passieren und zack, sehen wir eine Erleichterungsrallye, die sich gewaschen hat. Das ist gar keine Frage, zumal der VIX, das Angstbarometer, jetzt an eine wichtige Trendlinie gekommen ist, aber besonders abverkauft werden eben Aktien. Klar, die Renditen gehen nach unten, damit die Fristentransformation praktisch im Dutt. Mithin sind jetzt erstmals in der Geschichte alle US-Staatsanleihen rentierend mit weniger als 1%, auch die 30-jährige Staatsanleihe, die 10-jährige Staatsanleihe aus den USA ist heute sogar unter die 0,5%-Marke gefallen. Schauen wir uns hier die Dinge an. Wir waren vorhin bei 2739, können uns jetzt erholen beim S&P 500, dem Leitindex der Welt. Das ist sozusagen der Taktgeber, der alles andere vorgibt. Wir haben wahrscheinlich die meiste Luft einerseits bei den verschuldeten Unternehmen, die sind vorwiegend im Russell 2000, aber natürlich auch im Nasdaq, diese Highflyer, wo die beste aller Welten schon total eingepreist war. Kein Risiko, alles ist super, alles wird gut. Jetzt sehen wir, dass die Shipments von iPhones etwa für Apple
praktisch kollabiert sind, dass wir also hier bestimmte Themen haben. Wir sehen, dass der DAX ein Thema hat, das ist doch ein ziemlich freier Fall, 10.484, so im Bereich 10.420, 430, da ist Unterstützung. Wenn die hält, kann mal was nach oben gehen, dann ist Hoffnung ein bisschen. Was wir hier sehen, das ist der Euro-Dollar. Warum steigt der so stark? Schlichtweg deshalb, weil eben die Märkte davon ausgehen, dass die Fed früher oder später die Zinsen auch auf Null senkt, also da, wo sie auch in der Eurozone sind. Und wenn man sich dann mal die Solidität des Haushalts anschaut in den USA, dann ist der eben noch deutlich unsolider als in der Gesamt-EU. Das muss man klar sagen, mit exponentiell steigendem Schuldenwachstum. Dementsprechend verliert jetzt der Dollar nicht nur seine Funktion als sicherer Hafen, sondern eben auch als Renditebringer. Es gibt dann keine Zinsen mehr. Warum soll ich dann im Dollar sein? So ist die Überlegung dazu, die Auflösung von Carry Trades, wo man sich Euros geliehen hat, unverzinste Euros in Dollarraum angelegt hat, wo noch Verzinsung war. All das kommt jetzt hier zusammen. Gold hält sich bei 1672 immer diese Rücksetzer, auch weil möglicherweise Margin Calls gedeckt werden müssen mit Verkäufen von Long-Positionen in Gold, die noch gut laufen. Und was wir hier sehen, das ist Öl mit, wie gesagt, dem zweitgrößten Tagesverlust seit dem Jahr 1991, also seit dem ersten Golfkrieg, hier schon dieses Gap nach unten, weil die Saudis praktisch den Krieg erklärt haben in Sachen Öl an die Russen, nachdem die sich geweigert hatten, bei der OPEC einer Produktionskürzung zuzustimmen. Die Russen haben gesagt, du, wir können viele Jahre mit einem Ölpreis von 25 Dollar leben. Und in der Tat, obwohl der Rubel heute 8% verloren hat, massiver Einbruch also, haben die Russen einen weitgehend ausgeglichenen Haushalt, aber eine Staatsverschuldung, wonach sich andere die Finger schlecken würde, vor allem die Amerikaner. Das wird für den Markt noch nicht so richtig eskomptiert, ist aber langfristig wahrscheinlich ein echtes Argument, selbst wenn der Ölpreis relativ tief ist. Also, wahrscheinlich ist das Tief noch nicht da, man weiß es nicht. Die richtigen Panikverkäufe sind noch nicht passiert. Was wir hier jetzt sehen, ist die Leveraging von institutionellen Playern, die zu stark gehebelt in verschiedenen Kategorien waren, in High Yields, in Junk Bonds, in verschiedenen Bereichen, schlichtweg zu einseitig positioniert waren. Und wenn dann sozusagen etwas Unvorhergesehenes passiert, ein schwarzer Schwan wie eben derzeit, dann sehen wir diese Enthebelung. Ob das der letzte Abverkauf war, muss man sehen. Mom und Dad sind wahrscheinlich noch drin und wir warten, bis die verkaufen, dann könnte die Gelegenheit sein, sich hier einzukaufen. Das war also ein historischer Tag, den wir nicht vergessen werden. Ich hoffe, Sie haben trotzdem einen schönen Abend und sage Servus und Tschüss.